Wer ist da? Wer steht da vor der Schwelle zur Transzendenz? Was ist denn das? Ein demütiger Reisender, der um die Führung unseres erweckten Geistes ersucht. Dies ist wahrlich ein glorreicher Tag. Du kommst aus weiter Ferne, musst stark sein, da du so weit gereist bist. Doch Stärke ist ohne die Führung eines erleuchteten Geistes nichts wert. Wenn du uns beitreten willst, musst du dazu bereit sein, dein Bewusstsein zu erweitern. Du musst dich der Transzendenz für würdig erweisen. Vielleicht bist du angesichts des Ritual der Mutter Samen nicht mehr so tapfer. Stärkere als du haben es probiert und dann den Verstand verloren. Mach dich auf, geh im Westen zum großen Moor. Dort steht die Mutter aller Punga-Früchte, die alle Menschen überragt und uns unsere Zukunft weist. Sammle ihren Samen auf und verneige dich vor ihrer Weisheit. Erst dann bist du würdig, diese heiligen Hallen zu betreten. Unterbürst!
Sie sehen nicht wie ein Einheimischer aus, junge Dame. Könnten Sie einer kranken Frau vielleicht etwas helfen, wieder auf die Beine zu kommen? Es ist wohl das Blaufieber. Oh, mir ist so schwindelig im Kopf. Das ist eine schreckliche Krankheit, sage ich Ihnen. Es gibt ein Tonikum, das hilft, aber ich bin zu schwach, um es selbst zuzubereiten. Es ist ein geheimes Familienrezept, schon seit Generationen. Helfen Sie mir, etwas davon zuzubereiten, indem Sie die Zutaten zusammensuchen. Sie bekommen was davon ab. Und 300 Kronkorken lege ich auch noch drauf. Wissen Sie was? Probieren Sie mal. Das ist nur ein Rest, aber ein oder zwei Schluck müssten es noch sein. Sicher mehr als genug, um Sie umzustimmen. Verschiedenes. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie die Einzelheiten ausarbeiten wollen. Es sind nur ein paar Zutaten, aber ich mache immer größere Ladungen. Deswegen brauchen wir von jeder Zutat eine ordentliche Menge. Wir brauchen Punga-Früchte, Hefe und ein paar Kernspaltungsbatterien. Für den richtigen Pfiff. Wir brauchen viele Punga-Früchte. Die diese Verrückten in der Kirche anbauen, sind am besten. 10 genügen. Aber das wird sie etwas kosten. Wilde Früchte eignen sich auch. Aber dann brauchen sie doppelt so viele. Ja, wir werden Hefe brauchen. Sie können zwar überall welche finden, aber auf der Strandpromenade ist ein großer Vorrat. 3 Säcke genügen. Behalten Sie das am besten für sich, mein Kind. Unsere Geheimzutat gibt dem Familientonikum den richtigen Pfiff. Wir brauchen nur etwas Batteriesäure. Ach, sehen Sie mich jetzt doch nicht so an. Meinen Sie denn, ich wäre noch am Leben, wenn es nicht sicher genug wäre? Bringen Sie mir 6 Kernspaltungsbatterien für die Mischung.
Kein Wort zu Evelyn. Das Kennwort. Hahnenfuß. Warum? Found you.
Nein, nein, noch nicht aufstehen. Mutter Punga hat dich wahrlich mit ihrer Weisheit erfüllt und dein Bewusstsein erweitert. Eine Zeit lang glaubten wir, deine Seele hätte sich zu weit von deinem Körper entfernt und du hättest diese Welt verlassen. Aber du bist zurück. Auch wenn der Körper durch das Ritual gezeichnet wird, die Seele wird für immer gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Du bist jetzt in unserer Kathedrale willkommen. Tritt ein, erleuchtete Schwester. Wir streben nach Expansion des perfekten Geists und lehnen das Körperliche, das Verdorbene, entschieden ab. Die materielle Welt ist schlecht und unvollkommen. Wir wollen unseren Geist aus seinem irdischen Käfig befreien und eine bessere Welt finden. Jackson, ein sehr weiser Mann. Er hat sich in seine Höhle der Einkehr zurückgezogen, um das Unerklärliche zu durchdringen. Nur die Rechtschaffenen genießen das Vertrauen und kennen diesen Ort der Offenbarung. Leider wird mir dieser Segen nicht zuteil. Nur die Würdigen dürfen seiner Meditation beiwohnen. Mich hat er der Erleuchtung leider nicht für würdig befunden. Der am meisten Erleuchtete von uns ahnte, dass die Hüter des Schicksals selbst verfügen würden, die Villa auf die Grundmauern niederzubrennen. Die Punga ist das Geschenk der Erde, zum Dank dafür, dass wir das Gleichgewicht zwischen der Natur und den höheren Sphären aufrechterhalten. Die Punga hat erkannt, dass wir unsere verderblichen Hüllen hinter uns lassen wollen und nährt unser Bestreben. Alles Gute. Schütte dein Herz.
Ruhe dich eine Weile aus. Werde eins mit dem Geist. Der Friede sei mit uns. Einen Augenblick, bitte. Erfahre, der Friede sei mit uns. Läutere deinen Geist, mein Kind. Aus diesen Worten spricht Weisheit. Wir haben offenbar ein neues Stammesmitglied. Du kannst sogar noch in ganzen Sätzen reden. Du bist ja ein echter Glückspilz. Erinnerst du dich noch an deinen Namen? Oder an Mathematik? Wie steht es mit deinem Gedächtnis? Als ich wieder zu mir kam, konnte ich mich fetzenweise an ein weißes Licht und ein Stimmengewirr erinnern. An mehr nicht. Verrückt, was? Aber du sabberst nicht. Also ist mit dir alles in Ordnung. Die anderen hatten nicht so viel Glück, als ihnen die Köpfe aufgeschnitten wurden. Fühlst du dich da drin wirklich gut? Du solltest deinen Kopf nach einer Narbe absuchen. Die haben wir alle, nachdem wir in diesem Sumpf waren. Naja, am Ende des Rituals, wenn du ohnmächtig bist, schneidet dir so ein Kerl den Schädel auf und befreit deinen Geist. Das heißt, er reißt das Stück Hirn raus, das anscheinend dafür verantwortlich ist, den Menschen zu hemmen. Aber das klappt nicht immer ganz. Jedenfalls kommst du mir recht aufgeweckt vor. Willkommen also in unserem Stamm. Ich heiße Nadine. In seiner sagenhaften Grübelhöhle, schätze ich mal. Wir dürfen nicht wissen, wo die ist. Anscheinend sind wir nicht erleuchtet genug. Ich hab die Schnauze voll, sag ich dir. Ich dachte, das würde ein echt geiler, sagenhafter Trip werden. Dabei ist der gleiche Mist wie überall sonst. Deswegen bin ich Jackson ja auch in seine bescheuerte geheime Höhle gefolgt. Ich bin erst seit einer Woche hier, aber ich habe schon keinen Bock mehr auf diese Schwachköpfe. Außerdem habe ich bereits massenweise Punkas geklaut. Hey, wenn du immer noch wissen willst, wo Jackson sich verkriecht, kann ich dir helfen. Ich pfeif auf die Leute hier, weißt du? Seine Höhle ist unter der Kathedrale, ist aber schwer zu finden. Hier ein Schlüssel. Der Weg führt durch das Schiffswrack bei den Klippen im Osten. Hör mal, es ist ja nicht so, dass ich nicht heim will. Ich meine, ich liebe meine Mom, auch wenn ich ihr manchmal die Haare einzeln ausreißen möchte. Es ist nur so, ich bin gekommen, um mein Glück zu finden. Etwas, mit dem ich mich verwirklichen kann, das ich nach Hause mitnehmen kann. Wenn du meine Mutter siehst, riech dir aus, dass ich nach Hause kommen werde. Irgendwann, aber noch nicht gleich. Du hast Glück gehabt. Wahrscheinlich bleibt dir kein dauerhafter Schaden. Die Narbe wird schon verheilen. Und dann bist du wieder wie neu. Natürlich wird dir trotzdem ein Stück Hirn fehlen. Aber wie es aussieht, hättest du das ohnehin nicht gebraucht. Und jetzt halt bitte still, damit ich dich wieder zusammenflicken kann. Ganz blicke ich nicht durch, aber ich habe da so einen Verdacht. Ich werde mal ein bisschen rumschnüffeln, vielleicht finde ich ja was raus. Triff mich morgen oder so beim Schiff am Fluss. Vielleicht kann ich dir dann was sagen. Moment mal. Das war alles Jacksons verrückte Idee. Ich wäre nie so blöd gewesen, mich freiwillig für dieses Himmelfahrtskommando zu melden. Als ich das letzte Mal etwas zu nah an der Villa vorbeispazierte, hetzte mir so ein alter Ghoul seine Hunde an den Hals. Muss ich nicht nochmal haben? Was glaubst du, was das hier ist?
Eine Verabredung? Einen Mucks und ich rahm dir das Messer in den Hals. Was? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich bin zu Hause weg, um die Welt zu sehen, um mein Glück zu finden. Und so sieht's aus. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Ich bin von... Beuge dein... Schütte dein Herz. Hey, du kommst gerade zur rechten Zeit. Ich habe herausgefunden, wer in unseren Köpfen herumgewühlt hat. Du wirst nie erraten, wer das war. Als kleinen Hinweis, der überhaupt nichts damit zu tun hat, verrate ich dir, dass jetzt ich der Boss seines Schiffes bin. Ich sehe es als Bezahlung an für das, was er meinem armen, zerschnippelten Hirn angetan hat. Ich wollte mich revanchieren, aber das überlasse ich dir. Wenn die Stammesleute jemanden in den Sumpf schickten, hat er offenbar gewartet, um sie zu schnappen, sobald sie von den Punga-Samen benebelt waren. Er operierte im Auftrag des Stammes etwas herum und ließ uns wieder zurückmarschieren, im Austausch gegen die Punga-Früchte. Ein nettes kleines Geschäft. Ja, dabei hat er einen so netten Eindruck gemacht, was? Ich kam nur dahinter, weil ich in seinen Maschinenraum schlich, als ich auf dich wartete. So wie es aussieht, bewahrte er jedes Fitzelchen Hirn auf. Am Ende hatte er eine hübsche Sammlung. Zieh sie dir an, wenn du einen starken Magen hast. Und wenn du schon mal dort bist, richte Tuba liebe Grüße von mir aus. Am besten mit der scharfen Spitze eines glühenden Messers. Zuerst erhebe ich mal Anspruch auf dieses Schiff. Da ich Tuba unschädlich gemacht habe, gehört es jetzt nach den Regeln des Meeres mir. Ich habe jetzt also ein Schiff, einen Haufen Pungas und eine böse Narbe. Genau die Art Abenteuer, die ich mir vorgestellt habe. Ich glaube, ich übernehme das Schiff hier. Dann kann ich hin, wo ich will, und Mutti im Ödland besuchen. Ist doch ein klasse Leben, oder? Du kannst natürlich jederzeit gratis mitfahren. Jetzt, wo ich diesen schicken Kahn habe... Ich schätze, ich könnte mal zu Hause vorbeischauen. Für ein Weilchen zumindest. Warte nur, bis meine Mom die Ladung sieht, die ich mit nach Hause bringe. Na, wenn das nicht mein Lieblingsreisender ist. Und was für eine tolle Reise Sie gemacht haben. Sie hätten mal hören sollen, was Sie von sich gegeben haben, als Sie ohnmächtig waren. Aber Sie sind wahrscheinlich mehr daran interessiert, was aus Ihrem Kopf gekommen ist. Habe ich recht? Nun ja, Sie bereisen doch auch die Welt, töten Menschen, sammeln Trophäen, die Ihnen gefallen, und ziehen weiter. Ich bin im Grunde genau wie Sie. Der einzige Unterschied ist nur, dass meine Trophäen eher medizinischer Natur sind und ich, offen gesagt, wahrscheinlich weniger Leute töte als Sie. Doch ich schätze, es ist höchste Zeit, dass dies alles bald ein Ende hat. So oder so. Hey!
Hast du dich denn schon bei diesen Stammesleuten eingeschlichen? Und? Warum bist du nicht hin und hast ihn ausgequetscht? Ich bin nicht dein Vater, du Rotzbengel. Du brauchst nicht wegen jedem Furz zu mir zu kommen. Geh und finde heraus, was er mit dem Ort vorhat. Kein Grund zur Sorge, Erleuchteter. Wir werden das Gebäude neu segnen und die Verunreinigungen entfernen, die deine perfekte Führung stören. Gut, zerstöre das Haus und seine Verunreinigungen. Vernichte diesen Störer, damit ich euch Blutmänner endlich los bin. Ja, wir werden uns von allen Fesseln befreien. Danke, Meister. Wir werden das Werkzeug deines mächtigen Willens sein. Beruhige deinen Geist. Hallo? Bist du vielleicht ebenfalls auf der Suche nach höheren Sphären? Was führt dich hierher? Das sind großartige Nachrichten. Endlich wurde das heilige Land von seiner störenden Aura befreit. Die Astralebene steht uns wieder offen. Aber der transzendente Meister wird darauf brennen, diese Nachricht zu vernehmen. Und natürlich gebührt dir die Ehre, sie ihm zu überbringen. Schließlich obliegen ihm ja die wahren Entscheidungen über unser spirituelles Wachstum. Und dazu gehört auch die Befreiung der Villa. Ach, wäre ich bloß so weise. Nein, die wahre Anführerschaft des Stammes gebührt einem höheren Geist, dem Erleuchteten. Obschon sein erhabener Geist keinen Körper mehr benötigt, zeigt er sich uns und weist uns den Weg. Ich interpretiere lediglich seine Wünsche. Er offenbart sich hier, hoch auf einem Felsvorsprung der großen Höhle. Vielleicht ist dir das Glück hold und du darfst an seiner Weisheit teilhaben. Wir finden keinen Gefallen an Gewalt. Das Ziel war lediglich die Entfernung des Ghuls, dessen Präsenz ein Affront für den transzendenten Meister ist.
Ich kenne jedoch nicht die genauen Gründe, warum der Bewohner der Villa als derartige Störung empfunden wird. Dazu musste den Meister selbst fragen. Ja, halte Zwiesprache mit ihm, während ich mich um meinen Stamm kümmere. Es gibt ja so viel zu tun. Ja, mein Gefährte auf der Suche. Ich hab's gewusst, dass dieser kleine Mistkerl hinter allem steckt. Nach all diesen Jahren streckt er seinen Kopf heraus. Den werde ich ihm abhacken. Bildlich gesprochen, natürlich. Ich hätte wissen müssen, dass er es ist, mein alter Rivale. So nah am Haus seiner Familie. Nur er kann so dumm sein. Er war einmal ein Mann, Professor Calvert. Der Familie Calvert gehörte einst die Hälfte von Maryland. Damals, als es noch ein Maryland gab. Angehörige der Familie Calvert hatten in der ganzen Welt großen Einfluss. Sie hatten praktisch die Regierung der USA in der Tasche. In ihrer Glanzzeit waren 3 Angehörige dieser Familie Senatoren. 7 von ihnen Mitglieder des Repräsentantenhauses und 2 davon Gouverneure.
Sie stellten sogar einen Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten, bis ihn dieser Hundeskandal aus dem Rennen warf. Darauf war ich sehr stolz. Calvert ist mein alter Rivale. Wir spielen dieses Spiel seit Jahrhunderten. Nur er kann so blöd sein, sich so nah beim Familienwohnsitz zu verstecken. Hier geht es nicht um Hass, sondern um Schicksal. Er ist mein Feind. Und ich kann es nicht dulden, dass jemand lebt, der sich mir in den Weg stellt. Ich wusste, dass er hier steckt und habe vor, ihn aufzustöbern und ihm den Schädel einzuschlagen. Das mit seinem Schädel meine ich natürlich nur im übertragenen Sinne. Natürlich will ich, dass du etwas anderes machst. Du erwartest doch nicht etwa von mir, höchstpersönlich in diesem Schlammloch herumzulaufen, oder? Drohst du mir? Glaubst du, auf mich wäre noch nie geschossen worden? Glaubst du, nach Tausenden, die mich schon töten wollten, würde es dir gelingen? Du nimmst am besten schleunigst Vernunft an und spielst mit. Ich kriege, was ich will. Du wirst reich und danach trennen sich unsere Wege. Dann empfangen diese Schwachköpfe also Nachrichten vom Professor, nicht wahr? Dann muss er ja irgendwo stecken und ihnen Nachrichten zufunken. Aber er ist auf diese Dumpfbacken angewiesen. Ohne ihre Dienste ist er aufgeschmissen. Hindern wir ihn also daran, ihnen etwas zu sagen, dann muss er sich mehr Mühe geben. Vielleicht kann ich den kleinen Wurm dann finden und eliminieren. Wenn ich Professor Calvert richtig kenne, und das tue ich, dann benutzt er zum Senden Coxinuswellen hoher Frequenz. Ich habe genau das richtige Gerät, um seinen kleinen Plapperkasten zu stören. Du brauchst es nur am höchsten Punkt des Strandes aufzustellen. Simpel, nicht wahr? Genau. Befestige den Störer an der untersten Gondel, schalte das Rad ein und drehe den Störsender ganz nach oben. Das reinste Kinderspiel. Ich werde von hier aus zusehen und alles einschalten. Dann werden wir ja sehen, wo unser kleiner Professor steckt. Und jetzt geh! Sie sind wohl gekommen, um mir in meine Arbeit zu pfuschen. Nun, ich habe da eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn Sie dieses garstige kleine Gerät zerstören würden, anstatt bei seinem Stäbchen mitzumachen? Legen Sie es einfach in die Müllpresse nebenan und es wird uns nie mehr belästigen. Professor Calverts Dankbarkeit weit mehr wert ist als die eines abgehalfterten alten Ghouls. Verstanden? Das wird schlingen.
und dieser Ghoul werden bezahlen. Werden sie holen. Thank you.
Dieser Mistkerl, er hat meine Welpen getötet. Und fast hätte er mich getötet. Weshalb? Da er keinen Körper hat, um es selbst zu tun, hat er versucht, mich hochzujagen. Mich! Damit wird heute Schluss sein. Desmond Lockhart wird siegen. Ich weiß, wo er steckt. Diesmal hat er sich verrechnet. Wir beide werden da reingehen und der Sache ein Ende setzen. Das ist gut, denn das Spiel ist fast zu Ende. Da drinnen steckt er, der kleine Mistkerl. Er war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Was für ein Leben, sich hinter Robotern und Maschinen zu verkriechen. Erbärmlich! Aber jetzt hat sein letztes Stündlein geschlagen. Ich rate dir dringend, dich zu beeilen. Bist du bereit? Endlich! Unser Spiel ist bald zu Ende. Wenn Menschen große Macht erlangen, gibt es Konflikte. Das ist unvermeidlich. Sowohl Calvert als auch ich haben große Macht. Doch heute wird unsere Rivalität enden. Gehen wir jetzt.
dran. Er kann nicht weiter. Bleib dran, er kann...
Von diesem hochnäsigen, widerwärtigen, arroganten Gehirn befreit. Denkt doch mal nach. Alles, was er gelernt hat, alles, was er jemals gehabt hat, es ist alles hier und es gehört alles mir. Du Vollidiot, du kannst unmöglich begreifen, was das alles bedeutet. Seit über 200 Jahren kämpfe ich gegen Calvert. Und jetzt habe ich ihn endlich besiegt. 200 Jahre Technik, Wissen und Forschungsarbeit, die er mir gestohlen hat. Aber jetzt spielt das alles keine Rolle mehr. Nimm dir doch aus diesem Dreckloch, was du willst. Warum ich hier bin, geht dich rein gar nichts an. Viel Spaß mit der Beute. Unsere Wege werden sich wohl kaum mehr kreuzen. Gelobt sei Christus. Halleluja und Amen.
Gefällt es dir schon? Es ist schön, Sie wiederzusehen. Ja, vielen, vielen Dank. Und jetzt, wo sie dieses Schiff und die ganze Ladung gebracht hat, kann ich es mir leisten, sie zu bezahlen. Danke. Guten Abend. Ich bin...